bei EA Sports. Bleiben Sie dran. Wolfuß meldet sich live aus dem Stadion, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Neben mir, wie immer, mein Kollege Frank Buschmann. Auch von mir hallo, liebe Fußballfreunde. Und gleich geht's los. Sie sind in Ihren Heimspielen fast nicht zu schlagen. Da zeigen Sie einfach klasse Leistungen. 6 Siege aus 7 Spielen und entsprechend selbstbewusst treten sie auf. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Taktisch sieht das bei Ihnen nach einem 3-4-3 aus, Buschi. Und damit können wir uns, so vermute ich zumindest, auf sehr, sehr viel Flügelspiel einstellen. Also eine wichtige Rolle für die Außenstürmer. Und da haben wir die Startformation der Gäste. Kurz noch der Blick auf die Formationen. Bei Ihnen sehen wir heute ein 5-4-1. Im Mittelfeld sind Sie da in der Raute angeordnet, ein Defensiver und dann da vorne drin dieser klassische Zehner. Zuletzt gab es einen Auswärtssieg. Das soll heute so weitergehen. Auch wenn es da zuletzt ein deutliches 4-0 gab, heute ist der Gegner ein ganz anderes Kaliber. Ich setze eher auf ein Unentschieden. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Und die Möglichkeit. Schwacher Abschluss. Da hat er den Ball nicht voll erwischt. Oh, Latte. Da wäre der Treffer beinahe gefallen. Stark gemacht eigentlich. Ich weiß nicht, ob er den gehalten hätte. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Er versucht's. Den Schuss kann er blocken, gut aufgepasst. Chance vertan, die Kugel ist weg. Flanke jetzt. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Jetzt haben sie den Ball. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Schöne Aktion. Da ist Platz. Haben wir natürlich schon besser gesehen, keine Frage. Eine gute Chance war das eben. Sehen wir hier nochmal.
Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Super Pass! Jetzt kann er die Flanke bringen. Den will er mit Gefühl machen. Das wird hier Ecke geben. Der Ball kommt rein. Schönes Zuspiel. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Flanke bleibt hängen. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug. Ja, warum denn nicht? Man muss, da kommt der Schuss. Gut abgeblockt. Super gemacht. Den klärt er hervorragend. Schießt er ihn rein. Ganz stark abgeblockt. Da trennt er ihn vom Ball. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Das könnte gefährlich werden. Hereingabe jetzt. Schwacher Abschluss, da hat er den Ball nicht voll erwischt. Wird das jetzt... Jetzt der Schuss. Ja, da fehlte einiges zum Torerfolg. Der Ball ist draußen, da kam das Zuspiel nicht an. Da ärgern sie sich, Ballverlust. Gutes Tackling. Er versucht's. Super gemacht vom Torwart. Gibt hier eine Ecke, könnte gefährlich werden. Die Ecke kommt rein. Da können Sie erstmal klären. Versucht's und er macht ihn nicht rein. Das Spiel weiter ausgeglichen. Was für eine Gelegenheit, aber die Kugel geht knapp vorbei. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit.
0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Keine Tore in Halbzeit 1, aber mangelnden Einsatz können wir den Teams bislang nicht vorwerfen. Ja, die hatten einfach beide kein Abschlussglück und das kann ja in der zweiten Hälfte noch werden. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Wird das eine Torchance? Jetzt schießt er. Das Unentschieden ist ihnen nicht genug. Sie wollen das Ding gewinnen. Da ist der Schiri im Weg. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Ganz geduldig passen sie den Ball da hin und her. Die Abwehr ohne Schuss. Schöne Flanke. Flanke bleibt hängen. Sie haben Platz. Flanke kommt weit. Das war knapp. Ein neuer Mann soll rein. Es gibt einen Wechsel. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel vor allem auch taktisch aussehen wird. Da ist der Ball weg. Da ist die Flanke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Vielleicht die Führung jetzt. Kein Tor. Das wird sie ärgern. Die Chance zur Führung, aber nichts ist. Sie lassen die Chance liegen. Klasse Zuspiel. Kurze Flanke jetzt. Die Flanke bleibt hängen. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf. Sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Dem Torwart ist hier die Schuld am Gegentreffer zu geben, oder Buschi? Ganz klar, Wolf. Das ist sein Ding. Da muss er sich ganz anders verhalten. Dann kassieren sie hier kein Tor. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Das war eng, aber er hat ihn. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Die Führung soll jetzt verteidigt werden. Folgerichtig, jetzt der Wechsel. Jetzt der Eckball. Den hält er super.
Es gibt einen weiteren Eckstoß. So, Ecke kommt. Die Ecke hier richtig gefährlich. Ah, ja, 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 da hat nicht viel gefehlt. So eine klasse Vorlage. Da war mehr drin. Aber so geht der Ball über den Kasten. Der hätte auch drin sein können, aber der Ball geht drüber. Jetzt die Flanke. Aus dem Schuss wird nichts. Er geht weit rüber. Jetzt kommt der Wechsel. Sie sind vorne und wollen mit dem frischen Spieler die Führung verteidigen. Da kommt der Schuss. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Klasse Pass. Direkt noch ein Tor. Hier 2-1, eine enge Kiste. Sieht gut aus, sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Er schießt. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Jetzt wird's gefährlich. Der Torwart faustet den Ball weg. Klasse. Und er gibt ihn. Er gibt den Elfmeter. Das ist korrekt. Es gibt Gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Da muss der Trainer nun an sein Team denken. Er nimmt den vorbelasteten Spieler runter, damit sie nicht auch noch in Unterzahl spielen müssen. Eine nachvollziehbare Entscheidung. Gut gemacht, er kann hier verwandeln. Dieses
Chance lässt er sich nicht entgehen, überzeugend verwandelt. Und das ist ja keine einfache Situation beim Elfmeter. Du hast die ganze Verantwortung auf deinen Schultern, aber er lässt sich nicht kirre machen und verwandelt. Es ist ein enges Spiel und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. Jetzt der Schuss. Er trifft den Pfosten. Super Aktion, gut geklärt. Der Ball ist raus aus der Gefahrenzone, zumindest vorerst. Späte Führung lag da gerade in der Luft bei dem Alu-Treffer. Da zieht er ab. Kein guter Abschluss hier, ungewöhnlich für ihn. Ja, war er einen Moment unkonzentriert und dann geht's schnell. Und es bleiben noch 5 Minuten. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Das könnte die Chance werden. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Eine sehr gute Möglichkeit. Das ist die Chance zum Sieg. Da geht die Fahne hoch und das auch noch zurecht. Der Pass kam vielleicht einen Tick zu spät. Das wäre eine Riesenmöglichkeit gewesen, aber die Fahne ist eben oben. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Schöner Pass. Da kommt der Steilpass. Und das Tor zählt nicht. Nein, der Assistent hatte die Fahne gehoben. Knappe Kiste. Da hätten sie ja fast das Tor gemacht. Ja, aber wir sehen in der Wiederholung, es war abseits. Jetzt ist Schluss in diesem Spiel. Unentschieden. Haben Sie heute einen Punkt gewonnen oder 2 verloren, Buschi? Ach, schwer zu sagen, Wolf. Sind ja manchmal Kleinigkeiten in so einem Spiel, die entscheidend sind.